Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2 im Edain-Mod. Ja, die letzten Folgen waren nicht ganz so erfolgreich, muss ich sagen. Und wir stellen, ja gut, stellen wir hier alles noch auf, ja, wir stellen hier noch alles auf zufällig. Und ja, aber es gehört halt mit dazu, ihr könnt mir ja mal euer Feedback oder eure Meinung halt dazu mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, wie es gelaufen ist und die letzten Folgen, und wir probieren es jetzt einfach mal. Ich habe mir jetzt extra der Fluss Adorn vorher rausgesucht, weil speziell, wenn ich jetzt hier denke, ne, dann und ich wäre hier, das wäre eigentlich scheiße, weil die sich alle in der Mitte bündeln würden. Deswegen werden wir mal einfach mal den Fluss Adorn, das sind die Verhältnisse und Verhältnismäßigkeiten relativ gleich aufgebaut, ne, und ja, wir werden das einfach mal probieren. Natürlich werden wir trotzdem die Arschkarte vielleicht haben, wenn wir in der Mitte sind oder sowas in die Richtung. Das könnte natürlich sein. Aber wir werden das sehen. Wir werden auf jeden Fall mal ein bisschen intelligenter spielen, hoffe ich jetzt einfach mal. Wir sind, wer hätte es gedacht, wie in der letzten Folge Angmar. Und ja, da sind wir ja jetzt schon ein bisschen eingespielt, ne? Konnten ja in der letzten Folge schon ein paar Türme bauen, ne? Und ja, okay, wir sind auch natürlich mal wieder in der Mitte. Das ist natürlich auch nicht gerade positiv. So, fangen jetzt erstmal direkt mit dem Rohstoff an. Und direkt sind wir mal Zuchtmeister und Werder zieht so ein Dingens auf. Ja gut, Wolfsgrube, wir brauchen dann das hier. So. Arbeitet für die Eisenkrone. Okay, was können wir gebrauchen am ehesten noch, ne? Diese Warghöhle können wir noch wahrscheinlich auch am ehesten bauen. Dass wir jetzt erstmal wirklich vollkommen am Anfang voll auf Verteidigung gehen. Und dann probieren halt im Laufe des Matches das Ganze halt irgendwie noch zu verbessern. So, zack. Am Anfang waren die Einheiten ja auf jeden Fall nicht wirklich teuer gewesen, muss man jetzt so sagen. Also du hast den Zuchtmeister gebaut, der hat nicht wirklich viel gekostet, hast das Ganze dann aufgewertet. Das war auch nicht wirklich teuer gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, hab das aber irgendwie anders im Gefühl mit Angmar. Vielleicht gab es da nochmal irgendwie einen Zwischenpatch, dass sie Angmar nochmal irgendwie gepatcht haben. Ich glaube nämlich nicht, müsste ich mir die Folge nochmal anschauen. Glaube und dachte jetzt, hat mir jetzt eigentlich nicht gedacht, dass ich mit Zuchtmeistern das letzte Mal gespielt habe. Unser neues Gebäude ist fertig. Angmar muss erstarken. Ja, Angmar muss erstarken, das finde ich auch. Das ist eine gute Idee. Baut es stark. Ich warte auf die Wir brauchen direkt erstmal so einen Zuchtmeister. Machen wir erstmal zwei direkt. Und dann müssen wir hier so, oder beziehungsweise ich bringe machen. Angmar Steine und Eisen. Angmar muss erstarken. Arbeitet für die Eisenkrone. So, wir müssen das aber trotzdem hinbekommen, dass wir einen zweiten Zuchtmeister gleich direkt gebaut bekommen noch. Da, der Feind. Das gibt's doch nicht jetzt. Das ist doch jetzt nicht wahr, ne? Ich bin die Faust Angmars. Der hat Dingens, das heißt, ich bräuchte Gundbart-Krieger. Ork-Abschaum aus Gundabad! Schließt euch eine Widerrede, ihr Würmer! Der Feind hat unser Lager erreicht! Unser neues Gebäude ist bereit! Der Feind greift... Das ist jetzt nicht euer Ernst hier, ne? Ich warte auf die Befehle des... Also so schnell kann man wirklich nichts machen. Bewegung. So schnell ist es einfach nicht möglich, das aufzubauen. Ich bin bereit, für Angmar zu bauen. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Ihr macht, was euch gesagt wird. Ruhe, ihr Magen. Ich übernehme Angmar das Kommando. Muss ja, der Baumeister wird scheinbar fallen. Schon unterwegs. Darüber. An die Arbeit. Ich befehle, ihr habt wieder zugegeben. Ja, der Baumeister, ich krieg den Baumeister nicht rausgezogen. Schade. Schade, schade, schade. Ich ziehe in die Schlacht. Die Schlacht wartet. Ich bringe Angmar Steine und Eis. Wir ziehen diesen Baumeister, ziehen wir mal ein bisschen nach oben hin. Wir können hier mal irgendwie... Kann man hier irgendwo was bauen? Nee, ne? Irgendwie nicht. Ah, sehr geil. Vernichtet dieses Pack. Wir werden siegen. Nicht herum. Jetzt wird gekämpft. Rohstoffe sind in Gefahr. Sie werden fallen. Ah, sind auch hier nochmal. Wir haben auch hier natürlich nochmal. Ich befehlige die Leibeigenen. Der Feind greift unsere Truppen an. Leibeigene. Mir nach. Ich ziehe in die Schlacht. Ich müsste wahrscheinlich vielleicht noch eine zweite Höhle davon bauen, aber wir bauen erstmal hier oben noch ein bisschen ein paar Rohstoffe. Hier dürfte erstmal nichts passieren bei dem Fluss, denke ich. Na gut, die Bogenschützen werden da erstmal nicht viel machen. Ihr macht, was euch gesagt wird. Schneller oder ihr lernt meine Keule kennen.
Was sind das? Das sind Bogenschützen, sind das, ne? Dann werden wir mal ein paar Speerschleuderer. Ich befehle die Lanzenträger, es gehen die Rohstoffe aus. Ja, die Rohstoffe gehen uns aus, okay. Ja. Ich befehle die Leibeigenen. Diese Barbaren wissen ihre Äxte zu schleudern. Ihr macht, was euch gesagt wird. So, unser zweiter Baum, unser Baumeister ist noch dabei. Ach du Scheiße, ey, das gibt es doch einfach nicht, ey. Schneller oder ihr lernt meine Keule kennen. Ich übernehme das Kommando. Ziehen wir mal zusammen hier den Spaß. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Das ist fast unmöglich, muss ich sagen. Wir kommen nicht hier raus, ne? Ihr macht, was euch gesagt wird. Greife unsere Mühlen an. Wir werden angegriffen. Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. Vorwärts, ihr stinkenden Maden. Also der Aufbau ist halt wirklich so, so heftig scheiße, muss man sagen. Aber noch können wir uns das, noch können wir uns halbwegs verteidigen hier. Was ist das denn hier eigentlich nochmal? Errichter Warkhöhle? Passierbares Gebiet. Ah, hier. Der Feind hat unser Lager erreicht. Ja, hier drüben ist auch absolut alles gerade im Bedrängnis hier. Unser neues Gebäude mit der Stimme des Hexenkönigs. Schließt euch uns an. Ich bringe Angmar Steine und Eis. Die Truppen werden angegriffen. Vielleicht, dass ich hier oben nochmal so ein Wolfsgrube nicht. Vasallenlager irgendwie, warte mal, komm, gib mir das Vasallenlager. Hier wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Maden. Ruhe, ihr Maden. Hört mir zu, ihr Maden. Ja gut, die sind schon wieder an der Festung dran. Aber wir sind noch mit im Spiel drin aktuell. Leibeigene übernehme das Kommando. Leibeigene, sie greifen unsere Mühlen an. Keine Widerrede, ihr Würmer. Ich bräuchte natürlich noch mehr Rohstoffe. Oh, hier oben sieht's eng aus. Aber unsere Höhle, die Borghöhle, die ist gut. Hier drüben auf dieser Seite ist so viel gerade los, ne? Keine Widerrede, ihr Würmer. Sie werden fallen. Ich bin die Faust Angmars. Ja, es wird richtig schwer. Es ist einfach wirklich richtig schwer, muss man sagen. Soll ich unserem Banner unterstellen? Das Blut fehlige die Lanzenträger, der ist in unserem Lager, ihr Magen. Kämpft oder ihr lebt. Okay, die eine Hülle ist schon weg. Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. Hört mir zu, ihr Magen. Oh! Ruhe, ihr Magen. Wir haben einfach mal zwei Spinnen schon, ne? Es sind einfach zu viele auf der von der linken Seite her. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Darüber. Ich bin bereit. Warum kommen die denn immer auf mich? Warum gehen die immer auf mich, Mann? Wir sind auf feindliche Truppen gestoßen. Ich übernehme das Kommando. Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. Warum gehen die immer auf mich? Also ich habe ja jetzt hier wirklich, also ich habe wirklich alles gegeben hier. Also es ist. Diese Barbaren wissen ihre Äxte zu schleudern. Keine Widerrede, ihr Würmer. Der Feind ist in unserem Lager gemacht. Sie werden fallen. Ich sehe dafür auch wirklich schwarz gerade hier für diese Schlacht hier. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch brutal funktioniert, wenn ich wirklich ganz alleine bin irgendwie, also nicht, wenn ich jetzt hier diese Position bekommen hätte, aber ist einfach leider nicht gegeben. Ich bin halt in der Mitte halt gerade. Das Feind ist nah. Auf in den Kampf, ihr Maden! Ich befehle die Leibeigenen. Ich
kann sie nicht alleine bekämpfen. Sind einfach zu viele. Ich weiß nicht, was, wieso der so viele, woher der so viele Einheiten nimmt. Vorwärts, ihr stinkenden Maden. Sie werden untergehen. Sieg oder Tod. Steht nicht herum. Wir werden siegen. Der ist mit einer kompletten Armee, ist er bei mir hier drin. Der hat aber wirklich alles nur in diese Einheiten reingesteckt. Es kommen immer mehr Bataillons. Ich komme das jetzt nicht mehr verteidigt. Also das ist auch gleich gelaufen hier, das Gefecht. Unser Gebäude ist fertig. Einmal muss erstarken. Baut für den Hexenkönig. Der Feind greift unser Tuch an. Der Feind ist in unserem Lager. Sind einfach zu viele, ne? Schaut euch das einfach mal an, ne? Das ist ein Bild für die Götter. Das ist das, was, ja, eigentlich so im Grunde genommen so auf brutal halt abgeht, ne? Wir sind jetzt bei Minute 11 des Gefechtes, beziehungsweise noch weniger, weil ich habe ja noch eine kleine andere Moderation gehabt. Und bei Minute 10 kann man sagen, und er steht mit seiner kompletten Armee in meiner Festung, ne? Ja. Ist ich bringe schwer. Steine und Eisen. Unser Lager wird angegriffen. Ja, die meine Warge sind auch schon wieder weg. Gott ist stark. Ja, das ist nur dann möglich irgendwie, wenn da irgendwelche NPCs irgendwie sterben oder sowas in die Richtung. Aber dieses Gebäude fällt auch gleich. Das ist auch schon wieder gefallen. Jetzt kommen noch mehr davon. Das ist natürlich wirklich einfach nur schwer. Ich warte auf die Befehle des. Ich denke mal aber nicht, dass wir das diesmal so lange, wenn dann, hinziehen werden. Weil es wird sich auf nichts anderes. Es wird nichts anderes passieren damit, als dass wir hier dieses Gefecht verlieren werden. Auch wenn die jetzt noch aktuell an der Festung Ewigkeiten dran rumkloppen. Ja, die sind hier oben, sind sie dran. Hier sind sie dran. Also egal, was ich da eigentlich aufbaue, das funktioniert einfach nicht. Kann man schauen, und wenn ich jetzt hier mal hingehe. An die Arbeit. Ja, die sind halt in meiner Festung halt dran, ohne Ende. Es sind zu viele. Ja, das ist das, was ich sage, ne? Sind zu viele, ja. Bewegung. Hier ist halt mal gar nichts aktuell, ne? Ich bin schon unterwegs. Keine Ahnung, ich versuche mal ein bisschen hin und her zu schieben hier den Baumeister. Schauen wir mal, vielleicht kann ich ja hier noch irgendwie was aufbauen. Schauen wir mal, aber dieser Blaue, der hat halt schon eine sehr starke Armee aufgestellt bekommen. Ist halt gerade auch noch an meiner Festung dran. Zieht auch hier noch mal ein bisschen. Wilde Waage, seid vorsichtig! Wo wilde Waage? Ah, da sind Waage. Okay. Wilde Waage sind gefährlich. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Unsere Gebäude werden angegriffen. Für Anmar zu bauen. Darüber. Hier ist die Zwergenfestung. Okay. Da werden wir natürlich dann auch keinen großen Erfolg haben. Baut für den Hexenkönig. Na komm schon, geh weg jetzt hier. Okay, ja, die Festung ist halb fertig. Wird auf jeden Fall mal eine kurze Folge hier. Wir werden angegriffen. Wilde Waage, seid vorsichtig. Ja, wilde Waage. Das Gebäude ist fertig. Baut es stark. Schau mal, vielleicht können wir ja hier noch irgendwie was aufbauen oder sowas in die Richtung, keine Ahnung. Aber wir teilen uns ja auch aktuell nur die Rohstoffe wieder mit dem Zwerg von der Produktion her. Achso, oh, wenn die fest. Hä? Achso, ja, irgendwie ja schon, ne? Ja, irgendwie hab immer ich nur die Gegner, die hier. Ja.
Irgendwie krieg immer ich die Gegner neben mich, die. Na gut, aber jetzt gut. Die haben einen Großteil der Gefechte haben wir gewonnen. Na, da brauchen wir nichts dazu zu erzählen. Hier unten ist auch relativ knapp und easy. Ja. Bei Rot sieht's ähnlich aus. Der hat auch schon keine Festung mehr. Fragezeichen. Jo, der hat auch schon keine Festung mehr. Der ist auch schon weg. Da ist die Festung auch schon weg. Jo, der hat halt einfach diesen krassen Startbonus halt, ne? Dieser blaue NPC und das bringt's dann halt echt enorm. Ja, aber auch hier ist auch schon wieder genau dasselbe Bild halt, ne? Ich denke, ich werde dann mal in der nächsten Folge, werde ich mal Gondor und ich werde das mal auf derselben Karte nochmal spielen, um das mal auszutesten. Ich werde mich mal selber hier hinsetzen und dann bin ich nicht hier in der Mitte zwischen zwei Fronten, sondern habe dann einfach nur eine Front und dann schauen wir mal, wie das so weiterläuft. Für diese Folge, das war's das dann allerdings auch schon wieder und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.